Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris, und heute gibt es mal wieder einen erneuten Einblick in ein Let's Play, und zwar in Fear 2 Project Origin. Und ja, das Let's Play ist vor kurzem gestartet, und ja, ihr werdet dann im Folgenden noch ein paar sehen, natürlich wie jedes Mal. Und ansonsten will ich nochmal kurz sagen, dass die Einblicke jetzt nur so extramäßig kommen. Also sprich, der Uploadplan wird ja ganz normal fortgesetzt, sprich Montag und Donnerstag kommt halt immer ein Video. Da wird aber kein Einblick kommen. Wenn ein Einblick kommen sollte, dann immer nur einen Tag vor Montag oder vor Donnerstag, damit die Leute, die sich dafür nicht so interessieren, auch trotzdem weiterhin noch andere Videos gucken können. Und ja, ansonsten war es das eigentlich dazu. Also, wenn mal ein Einblick kommen sollte, dann kommen drei Videos in einer Woche, und ansonsten kommen weiterhin immer nur zwei Videos pro Woche. Und von daher würde ich mal sagen, war es das auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Part von Fear 2. Es ist ein Horrorspiel, und ja, alle wichtigen Links stehen natürlich in der Beschreibung. Das Let's Play wird nicht auf diesem Kanal fortgesetzt, sondern auf dem anderen Kanal, also auf dem zweiten Kanal Bear Let's Plays. Und ansonsten viel Spaß bei dem folgenden Let's Play. Beziehungsweise Part. Also von daher, ciao. Hallo Leute, ich bin's da wieder, der Chris, und ja, wir sind in diesem Gebäude immer noch drinne, und diese Tür ging dann auf, nachdem wir diese wunderschöne Box geschlossen haben. Und ja, wir gehen mal da rein und hoffen, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Oh Gott. Oh Gott. Ja, erstmal aufheben, das werde ich mir aber nicht durchlesen, aus den genannten Gründen im letzten Part. Und ja, hier haben wir noch mehr. Wir gehen nun mal hier. Oh Gott. Oh Gott. Sergeant Beckett, wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Okay. Dann würde ich mal gerne wissen, wie ich das schaffen könnte. Oha, was ist denn da gerade passiert? Das ist sie. Dieser Was? Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Okay. Wieso? Weshalb? Bitte, ich will antworten. Sergeant Beck, was ist los? Oh, Kacke. Ich glaube, ich bin nicht gerade sehr gesund gerade, oder? Oh, da war ein kleines Kind, oder? Oh Gott. Ah, das ist wieder gewesen. Ich finde dich. Ah, ich werde es aufhalten. Okay, wo muss ich lang? Hier lang, oder? Oha. Oha. Was ist jetzt passiert? Was zum Teufel war das? Ja, keine Ahnung. Oh. Nett, nett, nett. Alter, na, das haut aber ordentlich rein. Da dröhnen einem aber die Ohren, sage ich euch. Okay. Und ich bin bewusstlos oder gar tot. Hallo? Tja. Na, das war ordentlich hier. Und nun? Oh, ein Mann. Natürlich. Ah, da ist noch ein zweiter Mann. Und ein dritter Mann. Oh Gott, nee, ist das eine Frau? Nehmt sie an Es Bord. ist eine Wir Frau. haben wenig Zeit. Ja. Wenig Zeit wofür, stellt sich mir da so die Frage. Aber wir werden hoffentlich jetzt mal ein paar Antworten bekommen. Und es hat Bling gemacht. Schön. Und ich habe ein. Ah, okay. Ihre Mission wurde von einer enormen Explosion unterbrochen, deren Zentrum anscheinend in Auburn, was für ein bescheuerter Name, dem Gewerbebezirk von Fairport liegt. Das Ausmaß der Zerstörung ist nicht abzuschätzen. Das Schicksal Ihres Teams liegt im Dunkeln. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Nun ja. Ladezeiten sind verdammt lange, was mich persönlich ein bisschen nervt, aber egal. Ja, okay.
Drücken Sie, um fortzufahren. Gerne doch. So. Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Auf die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. Young? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. Oh, na, das sind aber kranke Notmaßnahmen. EVT oder Kammerflimmer. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. Young. Erlebt. Aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Hohoho, okay, okay, okay. Gestört. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Mittel. Wo stehen wir, Dr. Young? Er ist zerkannt. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf der Hund. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Ha! Ja, okay. Natürlich wache ich alleine in einem Krankenhaus auf. Hört mich jemand? Over. Ich habe starke Störungen. Los, endlich, wo bist du? Ich suche einen Ausgang, aber alle Türen sind verrammelt. Hm. Und die anderen? Ich habe noch schwache Signale von dir. Und Beckett, sonst niemand. Naja. Dann werden wir mal eine Waffe suchen und ich hoffe, kann man das nicht irgendwie kaputt machen. So. Ja, eine Waffe. Ich bin im Krankenhaus. Was war das gerade? Ist da jemand? Das sieht aus wie eine Frau. Okay, okay, okay. Überredet. Ich gehe da nicht weiter. Ich gehe da nicht weiter. Scheiße. Hallo? Ich habe sogar eine Taschenlampe. Boah, ist das geil. Oh. Ein Medikit. Schon mal sehr schön. Ich brauche aber eine Waffe und kein Medikit, weil... Ja. Ja, aber ich meine, ich bin im Krankenhaus, da findet man wahrscheinlich keine Waffe, das wäre sonst ein bisschen eigenartig. Okay, okay. Ich mag es nicht. Kann ich hier durch? Ja, ich kann hier lang. Aber trotzdem gibt es hier keine Waffen. Wow, okay, was ist hier los? Was ist hier los? Naja, okay. Ah, ich mag es nicht, Leute. Ja, ich finde es ja schon mal sehr gut, dass die Türen nicht aufgehen. Ja. Okay. Nochmal diese verdammte Frau. Aha. Aha. Eine Blutlache. Mhm, interessant. Da muss es doch irgendwo eine Waffe geben, oder? Och Mann. Das ist irgendwie sehr... Naja, wie soll ich sagen? Scheiße. Noch eine Blutlache? Ja, genau. Oh Gott. Hallo? Okay, ich höre was. Ich höre was. Oh Gott. Nein, Hilfe. Hilfe! Was haben wir hier? Achso, ja, toll. Hm. Eigenartig. Wow, was war das? Was war das? Achso, das war ich. Okay. Puh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, hier geht's weiter. Mano. Oh Gott. Was ist das? Von wo kommt das denn bitte? Hier schreit doch irgendeine Frau.
Egal, ich gehe erstmal da lang, falls ich hier lang darf. Ah, ich kann da nicht lang. Uiuiui, ich brauche aber trotzdem noch eine Waffe. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Aha, hier wurde aber wild geschossen. Ja, ich kann hier natürlich nicht weiter. Ist klar, ist klar. Ah, was war das denn gerade? Achso, ein Feuerlöscher, okay. Das ist mir jetzt... Oh, fuck. Aha, aha, aha. Ja, schön. Leichen. Toll. Sehr, sehr ansprechend. Okay. Ja, ich gehe mal hier die Treppen hinauf und suche immer noch eine Waffe. Und ich will jetzt endlich so langsam eine finden, weil ich fühle mich gerade nicht gerade so sicher. Aha, Blutlache. Geht's da rein? Natürlich geht es hier auf. Scheiße, wieso? Kann die Tür nicht auch... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Scheiße, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist da... Wow. Okay. Eine Leiche, eine Leiche, alles... Okay, eine Person. Scheiße. Mann, oh. Ich, Alter, ich hab scheiße viel Angst. Hier geht's nicht... Na, gut, so. Oh, es geht nicht auf. Schönes Ding. Noch eine Leiche. Hast du eine Waffe für mich? Nein? Ja, wenn du keine Patienten in der Lobby hast, schalte mal die 22 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Genau! Das erklärt die Erschütterung von vorhin. So bald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ah, ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird. Aber wir sollten wohl nicht per E-Mail sprechen. Wollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist. Geiles Ding. Geiles Ding, Alter. Oh Mann, und hier wurde auch wieder wild geschossen. Ich meine, was? Piep mich an. Was für eine geile Sache. Okay. Ja, so. Oh, Scheiße! Fuck! 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 Alter! Nein, nein, ich bleib da nicht stehen. Scheiße, Mann, scheiße, scheiße, scheiße. Gott! Also, es ist krass, ja? Also, ich erschrecke mich hier wirklich. Ich finde das wirklich nicht gerade ansprechend. Oh, hallo? Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Vanex Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Ja, ich habe viele Fragen und will verdammt nochmal ein paar Antworten, und zwar sofort und nicht irgendwie in irgendein verficktes Labor reingehen, während ich noch keine Waffe gefunden habe. Ich meine, ich muss noch eine Waffe finden. Aber nein, ich finde keine Waffe. Was soll denn die Scheiße, Mann? No. Und ich habe Angst. Mann, oh, ey. Das Spiel ist aber hardcore, ey. Ha, ich kann ja schlagen. Yeah, Mann, was wollt ihr machen, hm? Okay. Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Nein, tue ich nicht. Das ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. So. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Sag mal, ich brauche eine Waffe. Oh. Ich gehe mal hier weiter. Aha. Ich habe keine Waffe. Aber ich kann ihn... Ah! Okay, okay, ich brauche eine Zeitlupe. Das war geil. Ich weiß bloß nicht, was ich gerade gemacht habe. Komisch. Snakefist. Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Okay, ich würde gerne mal hier... Was bedeuten eigentlich diese Kreuze? Und... So.
Ich mag es nicht, wenn Fernseher die ganze Zeit an sind. Okay, 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 was soll das? Gott! Können die mich mal in Ruhe lassen mit ihren blöden Kram? Okay. So, na los, komm. Nächster, bitte, nächsten hierher. Na, komm. Dauert es kein. Okay, okay. Ja! Aber was ist denn da? Hä? Ohne Sinn. Er verschwindet einfach. Ich werde in der Uncut-Version würde er einfach in 1000 Stücke zerfetzt werden. Aber hier nicht, weil ja die deutsche Fassung immer schön geschnitten ist. Okay, da sind noch mehr Leute. Eine Granate? War hier eine Granate? Wollt ihr mich verarschen? Seit wann werfen wir hier mit Granaten? Kann ja wohl nicht sein. Okay, okay, okay. So. Okay, das war's schon mal mit dem Typen. Und jetzt... gesund. Mann! Gott! So. Ja, das war's dazu. Okay, es geht weiter. So. Ja, das Krankenhaus gefällt mir schon mal nicht so ganz. Und hier geht's nicht weiter. Vielleicht kann ich hier runter. Oh, 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 okay, 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 okay. Ihr müsst mich ja nicht gleich abknallen. Eine Granate, toll. Viel Spaß damit! Bäm! Oh, episch! Geiles Ding, geiles Ding, geiles Ding! Und der andere, der ist ja auch weg, oder wie? Okay, jetzt bin ich erstmal schön ungestört. Eine neue Sicherungsweste. Ja, mach die Tür auf, du Schlampe! Boah! Natürlich bleibt sie erstmal da stehen. Beziehungsweise hockt sich weiterhin hinter seinem Tisch. Naja, was soll man machen? Nun ja, wo geht's denn weiter? Das würde ich auch gerne mal wissen. Hier scheint es noch einen weiteren... Haha, es ist zu... Okay. Ja. Vielleicht Fahrstuhl? Fahren? Ich weiß ja nicht. Kam das sagt. Ja, kam sogar. Oh. 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 Oh, hinter mir. Ach so. So. Was? Er lebt noch? Oh, der Fahrstuhl ist da. Ja! Tschüss, Leute! Jetzt kann ich schön Fahrstuhl fahren. Ja! Oh, das hat sich nicht gerade sehr gesund angehört. Och, Mann, oh. Jetzt wissen sie, dass ich im Fahrstuhl bin. So ein Sch... Ach, du Kacke. Okay, okay, okay. Natürlich! Wieso nicht gleich irgendwie hier alles in die Luft jagen? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Hier kann man doch immer sowas aufmachen. Oha, oha, oha. Ja, lass mich doch hier in Ruhe. So. Schön in den Kopf ballern und da kommt der nächste angelatscht. Ja, toll. Und jetzt? Ah, ich kann hier mich schön ducken. Das wusste ich ja nun nicht. Okay.
Okay, und hier geht's dann anscheinend weiter. Suchen Sie einen Funktions... Okay, ich hab's nicht zu Ende lesen können. Suchen Sie einen funktionierenden Aufzug zum dritten Stock. Hallo? Ah, da ist jemand. Oh. Ja. Okay. So, und da ist auch noch... Ja. Ah. Er ist tot, oder? Ist er tot? Er ist tot. Ja, er ist tot. Okay. Ja, Gesundheit ist voll. Dann werde ich mal diese Waffe nehmen und nachladen. Ja. Oh, nein, das wollte ich nicht aktivieren. Hier gibt es auch nichts mehr. Das kann ich auch leider nicht öffnen. Schade. Dann gehe ich mal hier weiter. Oh, Blut. Oh Gott. Und ich höre wieder irgendwelches Geschrei. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ah, was haben wir denn da Feines? Munition, okay. Eine Blutlache, natürlich. Ah, okay. Gucken wir mal, wer das ist. Jetzt haben wir eine Karte von so einem Krankenspacken. Oha, was ist jetzt los? So. Was sind das für Geräusche? Okay. Okay, ich habe Angst. Okay, 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 uncool. Hallo? Was war das gerade? Was war das hier? Ja, ich glaube, er ist tot. Oh, oh, oh! Ah, stirb, du ranziger Bastard! Okay. Na komm. Oha, oha, oha. Hä, er ist weg? Nee. Er versteckt sich nur hinter irgendeinem blöden Tisch. Na komm. Mann! Ich treffe nie diese... Ah, doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Na, traut er sich? Traut er sich? Na? Bam! Oh, ja, Mann! Schön überrascht und schön hinterhältig angegriffen. So muss dort sein. Okay. Oh, 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 oh. Bam, bam! Oh Gott, ja, Mann! Zack! So. Oh, verdammt, da ist ja noch jemand. So, okay, jetzt ist er tot. So, ein paar Waffen aufheben. Oh, eine Pumpgun. Oh, episch. Ah. Okay. Gibt's hier noch... Oh, da ist noch jemand. Ach, Mann, ey. Was? Er hat überlebt? Hallo? Na komm, streck den Kopf raus. So. Ja, schön. Na. Hier geht's nicht weiter, okay. Dann gehe ich mal... Ha. Ein Leichensack. Boah, wie dunkel es hier ist. Hinweis, ja, schön. Wieso flackert eigentlich meine Lampe so? Ich mag es gar nicht. Okay, 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 uncool, uncool, uncool. Hallo? Alter, wie dunkel ist das denn hier? Ich sehe ja gar nichts mehr.
Ein Telefon. Wo geht's hier weiter? Okay, okay, okay. Und wo geht's jetzt weiter? Tja, komisch. Ach so, okay, ich muss das erstmal hier zack wegmachen. Und es kann nach oben gehen. Oh, was? Ich hab doch... Mann, jetzt muss ich ihn nochmal gedrückt halten. Das ist doch grausam. So. Na, mal gucken. Erstmal Weste aufheben und... Hier geht's leider nicht weiter. Mann! Nun ja. Okay, da wird jemand irgendwie geschlagen, oder was? Egal, ich werde im nächsten Part dort weitergehen und ansonsten mache ich erstmal Schluss. Ich habe eine Schrotflinte, bin zufrieden. Habe eine schöne vollautomatische Waffe, bin zufrieden. Und yeah. Wie gesagt, ich mache erstmal Schluss und im nächsten Part werde ich dann da durchgehen. Mal gucken. Okay, und von daher würde ich mal sagen, ciao Leute!